Ja, Hansi Flick ist bei uns, DFB-Sportdirektor. Hansi Flick, heute Trainertagung des DFB hier beim Eishockey. Was erhofft man sich von so einem Austausch zwischen Fußball und Eishockey? Wir alle interessieren uns ja für das Thema Eishockey. Und ich bin ja selbst in der Nähe von Mannheim aufgewachsen, ein bisschen südlicher hier. Und habe schon öfters versucht auf dem Eis. Und für uns war es wichtig einfach auch, was für Trainingsinhalte hier bei den Löwen herrschen. Das neue Jugendkonzept, Nachwuchskonzept. Das hat uns sehr gut gefallen. Also da können wir auch bestimmt einiges für uns mitnehmen. Letztendlich ist es natürlich auch, das offen zu sein für andere Sportarten, da mitzunehmen, was wir bei uns vielleicht auch integrieren können. Und von daher war es für uns heute mit dem Abschluss hier auf dem Eis natürlich eine gelungene Veranstaltung. Ja, wie hat es sich selbst auf dem Eis angefühlt? Am Anfang etwas wackelig, aber nach dem hervorragenden Sieg, den wir eingefahren haben, war es einfach perfekt. Also hier weiß, hier orange, also 4-0? 5-0. Haben wir 5-0, okay. Bin mit dem Zählen immer nachgekommen. Nein, war klasse. Nochmal Dank an euch. Hat der Truppe riesig Spaß gemacht und von daher können wir da mit Sicherheit vieles mitnehmen für uns auch. Jetzt, die Eishockey-Jungs sind ja zweimal am Wochenende in der Regel unterwegs. Auswärtsspiele, Heimspiele, dann teilweise noch unter der Woche. Die Fußballer auch mit einer Belastung, teilweise Champions League-Pokal. Kann man das irgendwie vergleichen oder sind da doch die Abläufe auch zu anders in den Sportarten? Jetzt einfach mal von der Belastung her. Ja, ich denke halt, das ist intensiver hier. Auch gerade was die Belastung betrifft. Bei uns ist vielleicht von der Summe her über 90 Minuten dann die Belastung etwas anders. Deswegen ist es ja nicht ganz so zu vergleichen. Aber deswegen trainiert man ja auch die ganze Zeit auf sportartspezifisch. Und von daher ist auch das, was hier vorgestellt wurde, auch on-ice, off-ice, habe ich jetzt dazugelernt, sind natürlich auch Trainingseinheiten, die wahnsinnig wichtig sind. Auch für, gerade wenn man zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen hat oder drei Tagen hat, ist es natürlich enorm wichtig, dass man auf der einen Seite fit ist, auf der anderen Seite eine schnelle Regeneration hat und das hat alles hier Hand und Fuß. Deswegen Glückwunsch hier an die Löwen. Es sieht sehr, sehr professionell aus und von daher wünsche ich euch alles, alles Gute für die Saison. Dankeschön, wünsche mir natürlich auch und viel Spaß heute Abend. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.